glaube ja, ich verrenne. Was, die Qualle ist absolut putzig? Okay. Ich glaube übrigens, ich verrenne mich hier so ein bisschen, ne? So im Großen und Ganzen an diesen Drachen hier zum Beispiel. Ich glaube, der. Kann der Drache bluten? Hm. Weiß nicht, was die beste Waffe gegen ist. So, also kann ich jetzt. Nee. Ich kann ja wahrscheinlich nicht erst den Nebel durchqueren und dann die Qualle beschwören, oder? Doch! Cool. Mal so, ich glaube, der Magma-Lindwurm ist noch nichts für mich. Also der Schaden sieht ja gut aus, den ich ihm mache, aber... Weiß nicht. War jetzt im Allgemeinen nicht so überzeugend, was ich da hingelegt habe, ne? Wir lassen das mal. Ja, die Qualle war wirklich sehr putzig. Sie hat irgendwas gemacht und war dann leider recht schnell tot. Aber die kann man schnell beschwören, wie es aussieht. Na gut, okay. Das war eine Qualle. Prächtig. Judy, denn bin ich hier, glaube ich, falsch, oder? Weil Geertunnel. Ach nee, warte mal, ich wollte ja noch bei diesen Bestientypen mitmachen. Mal gucken. Der hat auf jeden Fall noch einen Schädel, der muss mit. Hui! Ich bin schon viele Runde hier. Na. Hat die auch so einen Sturmwindsprung? Oh. Oh! Kriegst du heilige Klinge? Cool. Na, wie die. Das habe ich zwar ein bisschen übersehen, aber muss ich hier. Hier ist immer noch so ein alter Turm, oder? Okay, der Hund hat mich leicht vergessen. Keine Knochen. Und wir haben mich die ganzen Hunde alle vergessen. Naja. Arme Hundis, die können ja eigentlich auch nichts für ihr Elend hier, ne? Wir gehen jetzt zu diesen Schafen. Befleckte Sonnen. Ach, hier sind die befleckten Sonnenblumen, aus denen ich die heiligen Bomben baue. Mit dem ich zwar gerade auch nichts anfangen kann, aber. Naja, gut. Oder auch noch was? Mit diesen dünnen Bestienknochen sollte man sich nicht entziehen lassen. Ich finde es aber sehr schön, dass die Schafe hier direkt neben den Wölfen rumwohnen und sich scheinbar gegenseitig nicht zerstören ihre Existenz. Hier ist ja noch ein richtiger Strand, den ich gar nicht erkundet. Ich sollte das Ding gleich mal markieren. Dann wird das bestimmt einfacher. Das richtig sehe, ist da unten im Wasser, oder? Kann ich schwimmen? Das ist nur Hüfthochwasser. Okay, hier sind irgendwelche Zeichen. Na gut, die Höhle hat man jetzt. Oh. Ach, so ein Portal ist das. Eine andere Nordreise. Natürlich. Ich bin jetzt mal gespannt. Bei mich dann lande. In wessen Welt? Greolds Drachenkrügel. Okay. Ich muss mir. Bin ich jetzt irgendwo auf der vorhandenen Welt? Ach ja, oh. Also die Map schummelt, sie wird immer größer, je weiter du Water erkundest. Okay, das da ist ein Gegner. Mit denen reden wir nicht. Nee, ich dachte, dass die Map ist sehr klein, aber die scheint sich ja mal zu erweitern. Wenn ich was finde, Refugium der Bestie. Ah ja. Hier ist auch eine Gnade erstmal. Das ist ein schöner Ort hier. Ja, vor allem diese komischen, angeketteten, ausgeweideten Viecher, die an der Wand hängen. So, das Ding ist auf. Ist das Vater Dingsbums? Ariandel, Todeswurzel übergeben.
Ich hab nur eine. Klauenseitensiegel. Bestienauge. Ein Schlüssel. Cool. So, das Siegel kann was? Gar nichts. Zumindest nicht hier. Naja, gut. Schön. Ansonsten hat er. Die Musik ist hier schon wieder die Spinnenhöhlenmusik. Ein Freund. Ja, total. Jüdien. Versuchen wir uns mal mit diesem Vogelbiester auseinanderzusetzen. Das, was da vorne steht. Das sieht auf jeden Fall so aus, als wäre das absolut von mir besiegbar. Das versuchen wir das mal eben. Ich meine, was soll schon schief gehen? Achso, das ist noch ein Boss. Okay. Okay. Wer hätte ahnen können, dass es direkt noch ein Boss ist? Hat aber das Moveset von den Gargoyles aus Dark Souls 3. Ja, wäre aber auch besiegbar. Ich bin bloß ein bisschen low-life. Aber warte mal, wenn ich aber passend dazu Schaden hätte, würde das Vieh ja gar nichts aushalten. Ja, das war jetzt ja nicht. Also, das, ich meine, mein Schaden soll ein. Also, ich fand, mein Damage sah schon fast okay aus, oder? So im Großen und Ganzen? Wieder Fiesturm mit 4 Fliegen, na schön. Schön, dass die Vögel nicht stärker werden. Hier ist anscheinend ein ganz guter Ort, um Vögel zu jagen, so wie es aussieht. Ich weiß noch nicht so richtig, wo ich hier bin. Das ist deswegen schon ein guter Ort für Vögel jagen, weil die hier nicht so abschüssig stehen. Oh, das war ein bestimmter Fall. Hm. Ja, da hinten ist auf jeden Fall der. Achso, ich seh meine Markierung am Horizont, die übel weit weg ist. Ich meine, wenn ich schon mal hier bin, dann können wir uns ja mal ein bisschen umgucken, oder? Also wir sind hier immer noch in den. Naja, ich will nicht sagen Ausläufer in der scharlachroten Lande, aber das ist. Warte mal, hier vorne gibt es aber auf jeden Fall nochmal so ein Estus. Den nehmen wir definitiv mit. Das ja, versteht sich von selbst. Also eine 9-1 von diesem Spiel. Sobald du Sturmwind hast, wäre es wahrscheinlich das Beste, einfach erstmal durchzureiten, oder? Wer seid ihr denn? Oh ja, berittener Bogen. Das war auf jeden Fall genau mein Plan. Ach du Scheiße, ich habe mir gar keinen Schaden. Ja, okay, das machen wir nicht. Verblasster Erdschattenbaum? Die sind aber auch winzig, diese Typen, ne? Oh, hier hinten ist wieder so eine Schale. Die haben wir schon öfter mal gesehen, irgendwo. Sternenlichtsplitter. Oh, ist das Gegenstück zu diesen anderen Dingern? Die geben einem bestimmt ein bisschen Mana, wenn man sie einsammelt, oder? Ich bin gerade ein richtiger Raider hier. Ich habe mal auf der Offhand noch die Fackel. Die sieht man bloß nicht. Ob das so gesund ist, auf diesen komischen Pilzen rumzuspringen? Kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Ah, hier ist noch ein Gnadenpunkt. Kann ich den vom Pferd aus eigentlich entfachen? Nein. Wenn mich das Spiel schon irgendwo durch die Pampa teleportiert, da kenne ich ja nichts, ne? Da muss man sich schon mal ein bisschen umschauen. Und wie ist hier alles noch ein bisschen mehr kaputt als überall woanders? Was ist das Schönes? Ich höre hier irgendwas. Da ist sicher weit und breit keine Gegner. Okay, ich sehe hier Gegner und ich habe gerade einen angetötet. Das war auf jeden Fall eine meiner besseren Ideen. Mir wird gerade so bewusst, dass die Mistkäfer hier natürlich auch mehr aushalten. Das,
Hatte ich irgendwie nicht bedacht. Gut, also okay, also Mistkäfer in irgendwelchen Schattenlanden umzuhauen, keine gute Idee. Aber wie viel dolle stärker soll ich denn eigentlich noch werden? Das ist. Was sind das für winzige Typen? Werden die immer noch mal größer? Das hier. So schön, dass hier dieses hier irgendwelche Rehe. Sind ein bisschen sprießendes Horn. Ah ja. Aber das ist ein Drache. Warum ist denn auf dieser Brücke hier ein Drache? Boah, komme ich hier nicht irgendwie vorbei? Sturmwind, rein wieder Wind. Kinderdrache Grail. Also diese Welt hat auf jeden Fall ein paar mehr Drachen als Dark Souls, wo die irgendwie alle ausgestorben sind. Naja, gut, okay, hier gibt es also noch einen Drachen auf einer Brücke. Das ist sehr klassisch eigentlich. Hier hinten ist, glaube ich, noch ein weiterer Baum, ne? Ich frage mich ja, wie weit mich so ein Drache verfolgt. Ich meine, der sollte in der Regel in der Lage sein, mir hinterher zu flattern, oder? Aber bestimmt anstrengend. Hier kommen bestimmt gleich wieder die Skelette hoch. Goldene Rune plus 3. Goldene Rune plus 8! Altens. Also diese verschiedenen Friedhöfe auf der Welt abzureiten, ist ja sowas von gewinnbringend, ne? Plus 6 auch nochmal. Ja, das alleine ist ja auch schon ein Level up. Warte mal, ist das nicht... Wie wäre ich da unten hingekommen? Achso, ich hätte abbiegen können. Da kommen wir doch... Da unten ist auch ein Vorteil. Also da unten ist so blau. Ich glaube, da wäre ich mit dieser Höhle hingekommen, oder? Das sieht doch so bekannt aus hier. Wenn mal Sturmwind. Kommen wir hier irgendwie runter, ohne zu sterben? Das sieht echt tief aus. Oh ja, kommen wir. Kommen wir, kommen wir, kommen wir. Hui! So. Aha! Oh, hier sind wieder blaue Kristalle, die kann ich wieder looten. Ich weiß zwar noch nicht, was das bringt. Also, die Kristalle loote ich hier nicht, sondern diese Schimmerviecher, die da drin sind. Ich habe noch keine Verwendung für die gefunden. Ich habe auch schon lange mit keinem Händler mehr geredet in der Hand. Oh nein, hier ist wieder so ein Portal vor. Ich kann mir übrigens immer noch nicht vorstellen, dass ich all diese Orte irgendwann mal mit Recht bereise. Das ist halt gerade so ein bisschen, habe ich jetzt gerade diesen MMO-Moment, wenn du halt irgendwie mal vorrennst und dir die Welt schon mal anguckst und du weißt aber genau, dass du da nicht sein solltest und alles, was hier rumläuft, bringt dich halt mit einem Schlag um. Und so kommt mir das halt die ganze Zeit vor, wenn ich irgendwo rumreite. Nur, dass es immer noch ein Soulspawn-Spiel ist und ich irgendwo in der Pampa als Seelen einsacken kann. Aber ansonsten gibt es hier, glaube ich, nichts. Wenn die Tür zu ist. Naja, okay, weiter zum anderen Baum hier. Aber hier, das Grab, das ist ein plus 8 Stein. Der müsste denn ja... Boah, viel bringen. Und die Schädel bleiben weiterhin bei 1. Na gut. Ja, die Friedhöfe sind top. Also, erste Tat des Tages in der neuen Eldenring-Runde. Erstmal den Weg ablaufen mit Torrent und Bäume abkrappen. Oh, hier gibt es Blitze, das ist eher uncool. Was ist das denn hier? Flügorblüter? Boah, das hört sich irgendwie so an, als würden die Blitze anlocken. Oh, hier sind die ganzen Kriegstöpfe. Oh, das ist bestimmt hier die scharlachrote Festung, wo unser Niedrigerdenbaum. Ah ja. Hier will doch bestimmt unser. Ah, die sind aber irgendwie größer als die anderen. Unser Kumpel will hier hin, oder? Oh, was ist das denn hier? Stinkender Avatar. Oh, nice. Ist jetzt der dritte Boss, in dem ich gerade beim Vorbeireiten gelaufen bin. Naja. Oh ne, Sturmwind. Nee. Ob man zu den Strand da unten noch hinkommt? Irgendwie? Der sah echt groß aus. Naja gut, okay, dann müssen wir jetzt hier nochmal... Greolds Drachenhügel. Lenes Turm. Force Peace, ja, das war jetzt ein bisschen ärgerlich. Ist ja der Verlust an Seelen wäre jetzt auch nicht so dramatisch, sag ich mal. Aber trotzdem hätte ich mein Zeug gerne wieder. Es geht hier ums Prinzip. Okay, hier ist also der niedere Drachen, Erdenbaum. Ja, das ist doch hier die Bude. Da hinten ist noch so ein. Ist das so ein Riesenturm, den ich für meinen Dix hier brauche? So, hier sind jetzt wieder diese. Hm. Ob ich so einen Blitz one-shottet, wenn er mich trifft? Naja, müssen wir eigentlich nie rausfinden, oder? Dazu müsst ihr, was hier verblasste Erdblüten und Fulgoblüten angeht, Top-Farm-Gebiet. Da, wo liegt denn hier mein Zeug? Also, ich bin ja von der Welt. Diesmal habe ich den Avatar nicht aufgescheucht.
Ja, das sehe ich noch nicht, dass ich gegen irgendwelche riesengroßen Avatare kämpfe. Ist hier unten noch eine Höhle oder so? Ich wollte ja eigentlich nur gucken, ob man hier irgendwie runterkommt. Zumindest das Bauwerkzeug sieht ja so aus, als könnte man da eventuell nochmal langlaufen. Okay, das ist der Niedriadenbaum. Hier neben liegen zigtausend tote Kriegsgefäße. Ich weiß nicht, das sieht hier nicht gerade positiv aus. Okay, das da vorne ist irgendwas Überwachsenes. Ich meine, er hat am Rand der was ist hier für eine riesengroße Kugel? Ja, witzig, wenn es hier so ein Mega-Käfer gäbe. Der aber ein riesiges Feld seinen Ball schiebt. Der Riesengift. Und das hier sieht aus wie ein Stück Drache. Oh, das ist aber ein richtiger Drache hier. Dagegen sind die anderen Viecher. Oh, der lebt noch. Oh. Es ist ein unlängst abgestürzter Drache. Kick an. Wissen wir, wahrscheinlich lebt er nicht mehr ganz so gut. Vielleicht ist er bereit, mit uns zu reden. Und wie? Das bereite ich ja diese ganze. Okay, warte mal, der große Drache hat kleine Drachen um sich herum. Das macht es natürlich noch viel besser. Festung Pharod. Wie viel bringen die so? Die bringen 800! Achso, gut, die hatten aber auch leuchtende Augen. Also, die können Gift. Okay. Ja, aber ich. Also, wenn ich wollte, könnte ich jetzt in Festung Pharod die. Oh, nee, haben wir nicht immer leuchtende Augen, ne? Könnte ich in Festung Pharod jetzt die Viecher farmen oder was? Ja, okay, also, wir haben hier einen überdimensionalen Drachen, der kleinere Drachen. Und der hat rote Augen. Ganz schön viele Drachen. Sind die alle echt? Aber ich meine, die haben alle keinen Namen. Es sind wirklich viele Drachen. Okay, also das ist. Es folgt wieder der uralten Tradition von Bossgegner werden zu normalen Gegnern. Im späteren Spielverlauf. Oh, das ist die Tiefe? Nee, das ist nicht Tiefe. Ich habe mich eventuell gerade mit so ungefähr 10 Drachen angelegt. Das ist bestimmt nicht klug. Aber ist okay. Gut, also das hier ist Drachenland. Hier sollten wir auf jeden Fall nicht anhalten. Gut, schön. Willst du hier runter noch? Hier ist noch ein Drache. Oh. Und wie heißt der Ort hier? Greygolds Drachenhügel? Na gut, Name ist Programm war. So, bitte speichern kein Feuer. Obwohl, Feuer speien ist nicht so, was diese Drachen machen, ne? Ich habe hier bis jetzt noch kein einziges Mal Feuer gesehen. Warum habe ich hier eigentlich so einen Health-Debuff auf mich drauf? Hier ist ein Ort der Gnade. Mit einem Drachen übrigens hinter mir immer noch. Aber das hat er weg jetzt gedacht. Oh, hier hast du wieder Bären. Wie stark die wohl sind, oder sind das wieder Runenbären? Absolut besiegbar. Warum sind denn die Bären so schwach? Die zählen anscheinend auch als Bestie. Nicht als Gegner zu späteren Zeiten. So, wo kommen wir jetzt hin? Oh, haben wir eine Bärenhöhle? Gibt es hier eine Bärenhöhle? Ja, eine Bärenhöhle, cool. Bernie, please. Was denn? Das sind Drachenhügelhöhle. Oh, cool. Hast du aber jemand die Umarmung gegeben? Achso, ja, habe ich. Ach, das entzieht mir Leben auf Dauer? Oh. Ich dachte, ich mache das nur, weil ich nett bin. Sie entzieht mir dabei Leben. Das ist natürlich ärgerlich. Hier ist noch ein Runenbär. Ich wusste nicht, dass es das tut. Okay, dieser Bär ist ein bisschen stärker als die anderen draußen. Oh, das ist ärgerlich jetzt. Ich wusste nicht, dass es das macht. Aber der Debuff ist jetzt scheinbar weg, jetzt wo ich tot bin. Das könnte ja keiner ahnen, dass das die Folge davon ist. So, wir müssen jetzt leider trotzdem diese Höhle meiner Seelen zurückholen. Ich möchte diese Drachenhügelhöhle.
Hügelhöhle weiter erkunden. Sagst du, dass sie dadurch eine Lebensenergie nimmt? Du musst den Gegenstand benutzen, den sie gegen hat, um den Debuff zu removen. Oh. Sie sagt es dir. Hör doch einfach mal zu. Die nicht gleich so ausfallend werden. Was hat sie denn mir für einen Gegenstand gegeben? Ich habe hier... Ich habe viele Gegenstände. Das ist... warte mal. Fingerabtrenner? Nö, nö, nö. Nö, das sind alles Multiplayer-Gegenstände, ne? Baldachins Blessing im Englischen. Na gut, du wirst wahrscheinlich irgendwas mit Baldachin heißen, oder? Ja. Nimmst du zum Schiff aus, das, das Ding wieder bewahren? Der Bulli? Consumable. Von Rosinen, Regenwurm, Glühstein, Redekopf, hallo. Gnanimitute, Seife. Oh, für die. Oh, süße Rosinen machen sogar mehr Live-Gen, das ist ja schön. Fingermedizin? Ja, ich habe keine Ahnung, was ich da nehmen muss. Tja. Ich dachte, ich sei einfach nur nett, wenn sie mich umarmt. Hm. Verbraucht FP. Erschafft viele magische Bolzen. Ist ja interessant. Ich sage es ab. Ich weiß aber trotzdem nicht, was das sein soll. Boding, das ist jetzt natürlich sehr ärgerlich. Oh, Lin hat die Belastung, die Schale voll und hält Fäulnis. Ach, das ist ja interessant. Fäulnis ist noch ein eigener Effekt. Naja, gut. Hey, ich habe eine goldene Saat gefunden, siehst du? Schlüsselobjekte. Es ist angeblich in der Nähe von Todeswurzeln. Ach, das ist ja interessant. Irinas Brief. Schloss Morne. Ach ja, das Ding, ich erinnere mich wieder. Und lockt die verschiedene Geister. Ach ja, ach ja, das Ding, ja, ja. Ja, ne? Also, keine Ahnung. Wie viele Lebenspunkte habe ich? 650. Sollte ich aber mehr haben, wenn ich das. Ich finde das natürlich witzig, wenn ich noch mehr Lebenspunkte haben könnte. So, wir rennen weiterhin absolut wahnsinnig hier vorbei. Danke. Ey! Ich will diesen Baum da haben. Hm. Ich glaube, der Bär mag mich nicht. Ob ich an ihn vorbeischleichen könnte einfach? Hm. Naja. Was soll's. Es liegt irgendwie ganz schön lange hier in der Landschaft. Also darfst du keiner erzählen, dass das Spiel auf einer SSD liegt? Das bestraft dann ja direkt fürs Sterben. Nicht gut. So, der Berg geht hier auch einfach nur vorbei. Alles sehr schön. Was haben wir hier noch Schönes? Goldene Runen. Wir haben da Stein. Okay, alles nicht, weil ich jetzt wirklich brauche, aber. Okay, langsam durchschleichen und wesentlich besser funktioniert als zu laufen hier. Kristallknospe, zwei Stück gleich. Das ist wieder ein Runenbär, siehst du? Ah, Mensch. Ich habe irgendwie die Ahnung, dass mit einer Fackel im Busch sitzen nicht so der Tarnungshöchstwert ist. Hm, naja, gut. Schön. Müssen wir da nochmal rein. Muss meine Seelen retten. Meine 100. Ich glaube, ich habe sogar 1000 oder so bei. Aber diese Ladezeiten hier in dieser. Das ist wirklich lächerlich, wie lange das hier lädt. Was ist der alt bei? Das ist aber auch wirklich dunkel hier. Ha. Ich frage mich, warum ist denn dieser Bär nicht so aggro? Dieses auf mich stürzen ist auch ein schwerer Angriff. Das kann ich gleich nochmal diesen Baum looten. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Das geht nur einmal. Das kann natürlich auch sein. Nee, man kann nicht immer looten. Diesmal ist nur eine Kristallknospe. Die große Phrase, was mache ich jetzt mit dieser Kristallknospe? Okay, wir rennen jetzt einfach raus. Mann, fick dich, Bär! Was? Warum?
Hey, was ist denn mit diesem Bären nicht in Ordnung? Warum springt er denn sofort los? Er hätte doch jetzt mal ein bisschen rumbrüllen können. Was ist denn das für ein Tier? Warum macht er nicht erstmal Drohgebärden? Er springt einfach sofort los. Ich wollte nur schnell wieder raus. Das ist ein doofer Bär. Ich mag ihn nicht. Er ist gar nicht so flauschig wie die anderen Bären. Ich finde ihn wirklich nicht okay. Wie, was soll denn das? Der Drecksbär? Was ist denn das für eine Scheiße? Ich hab den nicht mal richtig ranspringen sehen, immer war er da. Das Problem ist so ein bisschen, ich sehe auch nicht, wann er mich antrötet und wann nicht. Wo ist denn hier? Ist ja noch eine Höhle. Wahrscheinlich mit noch einem Rudenbär drin. Ist das klug? Wahrscheinlich nicht. Und unten hat es wieder Wölfe. Jetzt ist die Frage, ob die Wölfe jetzt auch besser sind, als die Nummer. Sprich mit Höhlenmoos. Die Wölfe jetzt auch bessere Wölfe sind. Okay, wir lassen das. Also Google sagt, dass Ballastinsingen heißt, sind irgendwo in der dritten Reihe unter den Estus im Inventar ist. Achso. Dann sollte ich den wohl mal nehmen. Und ich dachte, sie umarmt mich einfach so, um mich aufzumuntern. Wenn er in den drei Reihen unter einem Estus im Inventar ist. Ja, weiß ich nicht, aber. Oben neben dem Mimic Veil. Unter dem Brandbomben. Davon heißt nichts Baldachin. Das ist ein Segen des Firmaments. Ich meine, Baldachin könnte durchaus Firmament heißen, aber das ganze Zeug heißt. Moment, da guck. Aber das macht doch hier. Ist das gleich ein Symbol? Also ist es das jetzt oder nicht? Ist es das jetzt oder nicht? Das ist, ich habe keine Ahnung, was ist, ob das jetzt richtig ist. Ich verlasse jetzt übrigens erstmal diese dumme Höhle hier. Ja, das ist es, okay. Okay, ich habe gerade Seelen für irgendwas gekriegt. Und zwar 21. Ich glaube, der Bär hat irgendwann jetzt den Viechen getötet. Okay, dann machen wir das jetzt hier. Bing. Jetzt habe ich hier spontan irgendwie Zeug oder was. Also sehr unwirtliche Gegend auf jeden Fall hier. Na gut. Ja, also ich sollte nicht versuchen, gegen was hier zu kämpfen. Die Wölfe hätte ich auf jeden Fall schaffen. Was ist denn jetzt los hier? Geht das hier mit diesen Indie-Fallen los? Das hatten wir doch schon, das Thema. Ich bin kein Fan. Ja, aber so viel weniger Gesundheit habe ich jetzt auch nicht. Jetzt habe ich... Okay, irgendwas trötet hier rum. Ich habe keine Lust mehr. Ist anscheinend... jetzt geht das hier wieder. Was ist das? Ich bin noch... Du bist ein Caleb. Es gibt nur eins, was man Caleb machen könnte. Ist verlassen. Das ist doch so ein freundlicher Ort. Okay, nicht wirklich. Ist das immer noch Caelid? Ich dachte, das ist die Grenze von Caelid, also dass es nochmal eine andere Region ist. Ja, es ist jetzt nicht so flauschig, aber der Erkundungsdrang ist halt groß und vor allen Dingen, wenn du halt viel Strecke machst, wachsen ja ab und zu mal diese Bäume mit den Himmelstropfen und das. Mehr Estus zu haben, wäre schon wie ganz nice. Sag ich mal. Okay, irgendwas stirbt hier mal, was 21 bringt. Das müssen die beiden Rehe unten sein. Naja. Ich erinnere mich an den Stein. Bis jetzt bin ich allen Steinen immer ausgewichen. Ich habe mich schon gefragt, ob die mich tatsächlich total komplett töten. Oder ob ich die überlebe. Die Antwort ist, ich habe ziemlich nicht gedacht. Was ist denn das? Achso, das ist der Bonus. Okay. Das hatten wir schon. Jetzt muss ich wieder an diesen Drachen vorbeireiten. Ach. Wie viel Schaden nimmt der eigentlich?
gar keinen. Also doch 103. Und es war, wenn ich den kurzen Lebenspunktebalken richtig einschätze, so ein 20. vielleicht 30. seines Lebens. Also, wenn wir noch ein paar gute Hits hinkriegen würden. Ich sehe ja noch mehr Drachen. Scheibe Fleisch. Cool. Warum müssen denn in dieser Gegend hier so viele Drachen wohnen? Hier oben ist ja so ein Mistkäfer, aber das, der kann da bleiben. Kommen wir hier irgendwie reingesprungen? Da ist eine Leiter. Da oben ist der komische andere lustige Erdbaum. Haha. So. Jetzt ist nur die Frage. Du bist aber in Easy hin eigentlich, oder? Ist so tief hier, aber ist okay. So. Schön. Hier ist eine Leiter, ne? Okay, jetzt müssen wir bloß durch diese Typen da vorne tot kriegen. Wer glaubst du, dass das ist Gregor? Irgendwo müssen die Drachen herkommen. Ach, Gregor ist der große Drache. Warum kann er so hoch springen? Das ist ja eine Frechheit. Deswegen ist ein normaler Wegwerfmob hier, ne? Alter, ist das dumm. Gregor ist ja eine Dame. Ach so. Okay, das ist die große, große Drachenmudi. Okay, wenn ich hier hochspringen könnte, was ich nicht kann, weil ich nicht so hochspringen kann wie irgendwelche nur 15 Wegwerftypen, könnte ich hier noch höher springen. Naja, gut, aber wir haben jetzt irgendeinen Turm gefunden. Ich weiß nicht so richtig, was ich hier möchte. Aber ich bin ja ein neugieriger Typ, nicht wahr? Schön.